Mein Ziel für das heutige Video ist es, eine Türe zu bauen, die ein paar coole Eigenschaften hat. Also zwei Eigenschaften sind wirklich cool und auch sinnvoll. Die dritte Eigenschaft, über die ich ganz am Schluss vom Video euch ein bisschen was zu sagen werde, die ist ein bisschen seltsam. Ich weiß auch nicht, ob das so sinnig war, denn das hat das Projekt ziemlich kompliziert gemacht. Hier sehen wir erstmal so den aktuellen Stand. Vor mehreren Monaten hatte ich einen Praktikant, den lieben Fabio, und mit dem habe ich ein Büro gebaut. Und da haben wir ganz provisorisch diese Spanplattentür gebaut, damit so ein bisschen die Wärme in dem Räumchen bleibt. Das war natürlich die ganze Zeit zum Provisorium, das hat funktioniert, aber jetzt will ich es einmal anständig machen. Deswegen haben wir erstmal alles freigeräumt und den Boden so ein bisschen gekehrt, damit das Ganze nicht mehr so unordentlich ist und man nicht mehr durch den ganzen Mist läuft. Natürlich haben wir am Anfang auch erstmal die alte Türe demontiert, damit ich anständig Maße nehmen kann von dem neuen Türblatt. Da sind wir auch schon bei der ersten coolen Eigenschaft von meiner neuen Türe angekommen, und zwar ist das Material an und für sich. Das habe ich erst vor ein paar Monaten auf einer Holzmesse kennengelernt und da habe ich auch ein paar Muster bekommen und das fand ich sehr, sehr spannend. Da habe ich auch recht lange mit dem Daniel gequatscht und der hat mir das so ein bisschen näher gebracht. Ich will euch einmal in Kürze der Zeit einmal die wichtigsten Punkte näher bringen, was dieses Material so kann. Denn ihr seht, die sieht von der Seite recht prägnant aus und ich habe auch hier ein Muster, da sieht man, wie die aufgebaut ist. Die verrutscht nicht, aber sie ist trotzdem, ohne dass sie miteinander verbunden ist, richtig, ist es schon sehr, sehr stabil und das ist das Spannende an diesem Material. Lisocore ist nämlich eine materialeffiziente Sandwichplatte mit Hohlraumstruktur, gefertigt aus Holzwerkstoffen. Das heißt, hier in der Mitte haben wir diese Hohlraumstruktur und dann haben wir daneben jeweils eine Deckschicht. In dem Fall ist das hier eine MDF-Deckschicht, aber da gibt es die verschiedensten Deckschichten und die Dicke der Platte ist auch recht weitläufig. Wir haben nämlich hier eine 15er, eine 15er Lisocore-Platte, genau, wenn Worte meine Sprache wären, und das Ganze geht hoch bis 120 mm, so kann man sehr, sehr dicke Wände oder sehr, sehr dicke Platten erzeugen, ohne dass die eine halbe Tonne wiegen. Weil die Platten sind zwar recht groß mit 2,80 Meter auf 2,07 Meter, das ist ein großes Plattenmaß, aber man kann die tatsächlich noch gut tragen und meine Türdicke, die hat um die 40 mm. Ich wüsste jetzt kein anderes Material, was so stabil ist, aber noch tragbar ist, weil wenn ihr euch das mal ausrechnet, ein MDF oder eine Spanplatte, ich habe erst heute eine Spanplatte in den gleichen Maßen mit dem Praktikanten rumtragen müssen. Das war nicht so schön. Die wesentlichen Vorteile von dieser Platte hier sind halt eben, dass sie leicht, stabil und mobil sind. Fun Fact für diejenigen, die eine Schreinerei haben, da müssen eure Mitarbeiter auch nicht so schwere Platten tragen oder wenn sie halt eben montieren gehen. Das Ganze hier ist deutlich stabiler und umweltfreundlicher als andere Plattenmaterialien, einfach weil wir halt auch eben nicht so viel Material in der Platte brauchen und sie dadurch halt auch eben so schön leicht wird. Nichtsdestotrotz haben wir das Ganze jetzt erstmal vorformatiert, damit wir unsere Türmaße erstmal so grob zuschneiden können. Hier habe ich übrigens einmal die Diagonale gemessen, um zu prüfen, ob die irgendwie Schläge abbekommen hat oder ob die im rechten Winkel zugeschnitten ist. Das Ganze hat sehr gut gepasst, deswegen konnte ich von den Kanten das finale Maß meines Türblatts anzeichnen. Das ist das richtige Wort. Nachdem wir die Lisocore-Platte zugeschnitten haben, ging es erstmal oben an die Führung. Das soll eine Schiebetüre werden und ich habe mir einfach diesen Mechanismus selbst gebaut, weil ich hatte sowieso Material da, deswegen habe ich das einmal selbst gemacht. Aus dem Grund haben wir einmal Material reingenommen und das einmal fix zugeschnitten. Das sind im Prinzip nur 60×30er Profile und zwei Streifen Flachmaterial. Da hat der liebe Tyler einmal das Ganze runtergeschliffen, damit ich es anschließend entsprechend verschweißen konnte. Bezüglich Montage, das ist immer so ein heißes Ding. Alles, was irgendwie auch von Kursteilnehmern benutzt werden könnte oder von eventuellen Mitarbeitern und so weiter und so fort, da bin ich immer recht sensibel, was so die Montage angeht. Deswegen seht ihr auch hier, dass ich da einige Schraubpunkte benutzt habe, weil hinten dran nicht wirklich ein Querholz ist, was direkt dann mit befestigt wird, sondern im Prinzip nur eine stabile USB-Platte. Deswegen habe ich einige Positionen gewählt, wo dieser Mechanismus entsprechend befestigt werden kann. Nach diesen ganzen Bohrungen und Senkungen habe ich dieses Flachstahlstück erstmal an dieses Rechteckrohr dran geschweißt. Und da habe ich noch nicht so sonderlich darauf geachtet, dass das Ganze ultimativ fluchtet. Denn dafür wird gleich das nächste Stück Flachstahl sein. Und da bin ich auch von der Mitte nach außen vorgegangen und habe wirklich immer nachgemessen, dass wir wirklich gerade sind und dass das Ganze halt eben fluchtet. Denn das ist frisches Material. Trotzdem kann auch in Stahl so ein leichter Verzug drin sein, wenn gerade die 6 Meter Stäbe immer durchhängend gelagert werden. Die Rollen, die ihr hier seht, die haben eine interessante Geschichte. Ich habe ja mal vor Jahren in meiner ersten großen Werkstatt ein Sägewerk gebaut. Da habe ich die extra bestellt und von dem Projekt sind die noch. Die liegen seitdem in einem Regal und jetzt rollen sie an meiner Schiebetüre. Da habe ich dann erstmal mit dem Reststück von diesem Plattenmaterial hier geschaut, okay, wie viel Abstand brauche ich, dass das Ganze funktioniert. Und da noch so eine Info, ganz hier an der Seite sollte man nicht so extrem viel Druck drauf bringen. Deswegen habe ich die Befestigungsposition ein bisschen
bisschen von der Seite weggelöst und unten ist sowieso noch eine zusätzliche. Das hält dann so bombenstabil. Danach wurde wieder einiges an Material zugeschnitten und dann konnte ich mich auch schon um die Bohrungen kümmern, um halt eben diesen Träger für die eigentliche Türe entsprechend bohren zu können, wo das Ganze dann noch später mit dem Lisecore-Material verschraubt wird. Da war es mir halt eben wichtig, ich will das Ganze nicht zu locker bauen und halt auch eben nicht zu eng, damit ich das nicht so hart draufklopfen muss. Und so hatte ich tatsächlich die perfekte Mitte und konnte es stramm draufschieben. Noch nicht so ganz, denn davor musste ich erst zwei 45 Grad Phasen anfräsen, damit halt eben die Schweißnaht nicht gegen dem Material liegt, sondern halt eben in dieser Phase. War aber kein Problem, war eine Sache von 2 Minuten. Pausiert doch bitte einmal kurz das Video an dieser Stelle und schreibt mal in die Kommentare, wie es bei euch ist, wenn ihr an einem Projekt arbeitet. Ihr wisst, ihr habt doch zig Arbeitsschritte zu erledigen und eigentlich müsst ihr das Ganze eh erstmal lackieren, bevor ihr es montieren könnt. Aber das ist mir meistens egal. Genau an dieser Stelle wollte ich das Ganze mich einmal an der Wand montieren, um zu schauen, wie das Ganze so aussieht. Ne? Wie performt das Ganze an der Wand? Wie ist es bei euch? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Gerade bei solchen Stellen bin ich mittlerweile übrigens so dankbar, dass ich vor, keine Ahnung, einem Jahr oder so mir einen Stapler gekauft habe, denn diese ganze Führung oben wurde mit dem ganzen Material schon recht schwer und so konnte ich einfach den Stapel an die Wand ranfahren, da konnte nichts runterfallen und ich konnte es ganz, ganz einfach ausnivellieren, damit es halt auch eben waagerecht an der Wand hängt. Am Anfang vom Video habe ich es ja angesprochen, ich möchte, dass diese Türe cool ist. Und eine Sache, die mich schon seit jeher genervt hat, ist, dass immer wenn jemand ins Büro kommt, die Türe aufgelassen wird. Dann hört man die Maschinen, man hört vielleicht eine Brikettpresse, man hört generell irgendwas, was halt eben in der Werkstatt passiert. Und aus diesem Grund habe ich mir überlegt, komm, ich nehme jetzt die Zeit, ich baue einen Mechanismus, dass sich die Türe immer selbst schließt. Hat einen Vorteil auch wegen dem Staub, wegen der Lärmbelästigung und die Türe ist halt eben immer zu. Der Mechanismus muss nicht unsichtbar sein, deswegen packe ich da ein paar coole Umlenkrollen rein. Die Schnur läuft dann oben irgendwie so in diesem Rechteckrohr, das waren damals so meine Gedanken. Und das Kontergewicht soll halt eben ein schönes Stück Eiche sein. Zu Beginn habe ich erstmal sichergestellt mit diesen Umlenkrollen, dass das Ganze sehr leichtgängig ist. Das heißt, das sind kugelgelagerte Umlenkrollen, über die halt eben die Schnur laufen kann. Und da habe ich mir entsprechende Halteplatten hergestellt, damit ich das Ganze einfach an der Holzwand befestigen kann. An der Stelle kann ich übrigens jedem empfehlen, der eine Hobbywerkstatt hat, kauft euch irgendeine Ladung Paracord. Ihr werdet immer mal was haben, wo ihr irgendwie was befestigen müsst und Paracord ist sehr, sehr stabil. In Schwarz ist es auch recht schlicht und das kann man für sehr viele Projekte benutzen. Das habe ich nämlich auch in diesem Fall benutzt. Das Gewicht, das jetzt derzeit noch an der Türe hängt, ist jetzt nicht hässlich, aber es ist nicht sonderlich funktional. Aus dem Grund habe ich ein bisschen Eichenholz hergerichtet, habe vorher einmal ausgemessen, abgewogen, wie schwer das Gewicht sein soll, damit das Ganze gut über die Türe läuft. Und deswegen habe ich mir so ein Stück Holz immer kürzer geschnitten, bis ich halt eben das Gewicht habe. Denn wenn das Gewicht zu groß ist, dann schlägt die Türe extrem links ein. Es darf nicht zu leicht sein, sonst ist es ein bisschen ruckelig. Und deswegen habe ich mir da ein bisschen was ausgemessen, dass ich halt eben ein Stück habe, was vom Gewicht her genau wie mein Testgewicht war. Ihr seht auch übrigens mal, wie es aussieht, wenn ich die Tüten wechsle. Super einfach. Ich gehe zur Absauganlage, ziehe diese Tonne raus. Ich kann mit der Tüte an die Brikettpresse gehen, leere die dort und packe die Tüte direkt nochmal in die Absauganlage. Gerade weil ich hier so viel Massivholz verarbeite, ist das wirklich cool. Ich werde mal schauen, dass ich euch irgendwann mal zeige, wie viele Späne hier mittlerweile in einem Monat anfallen. Mein Kontergewicht sollte natürlich irgendwo drin geführt werden, damit es auch stimmig an der Wand aussieht. Und das seht ihr hier. Hier habe ich nämlich ein paar ein paar Leisten mit Falzen hergestellt, wo halt eben dieses Gewicht dann später drin laufen kann. Die Absauganlage war an. Ich habe sowieso alles gerade in der Holzwerkstatt benutzt. Aus dem Grund habe ich auch hier direkt ein paar Zierleisten hergestellt, die um das Türblatt kommen, damit das Ganze halt eben am Schluss natürlich auch stimmig aussieht. Hier habe ich es mir recht einfach gemacht. Ich habe ein schönes Stück Eichenholz genommen und habe einfach eine Nut mittig reingefräst, habe es anschließend noch einmal gefasst, ein bisschen geschliffen und danach konnte ich das Ganze sehr einfach auch auf dem Türblatt montieren, denn das Ganze habe ich recht eng gefräst, damit man es regelrecht aufschlagen kann. Als Kleber habe ich in dem Fall PUR-Kleber benutzt. Der schäumt und dadurch hält das Ganze auch wirklich bombenfest. Schaut gerne mal in die Videobeschreibung. Der PUR-Kleber, den ihr auf unserer Webseite findet, der ist jetzt langfristig rabattiert. Da haben wir eine große Lieferung bekommen und ja, den günstigeren Preis geben wir euch weiter. Also schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. Die Leisten habe ich selbstverständlich auf 45 Grad zugeschnitten, damit wir eine schön umlaufende Kante haben. Und ihr seht auch hier richtig, wie ich das festschlagen musste, damit es halt auch eben gut sitzt. Das Ganze habe ich danach mit noch ein bisschen Klebeband befestigt.
Der PUR-Kleber braucht keinen Anpressdruck, der schäumt ja und wenn der fest ist, ist er in sich fest, nicht wie bei normalem D3-Weißleim. Der braucht ja den Anpressdruck, deswegen war dieses bisschen Kreppband, was ich da benutzt habe, vollkommen ausreichend. Die finalen Arbeiten können langsam anfangen. Ich habe das Ganze mit dem lieben Tyler eingehangen und das ist immer wieder cool, was solche Kleinigkeiten für einen riesen Unterschied ausmachen. Allein diese Zierleisten um die Lisocore-Platte, das wertet das Ganze nochmal ungemein auf und es sieht einfach stimmig aus. Ich war mir am Anfang nicht sicher, ob das Ganze cool aussieht mit diesem Wulst außen an den Kanten, aber so wie es hier geworden ist, sieht es einfach gut aus. Das Gewicht, was ich vorher vorbereitet habe, zwischendurch einmal mit dem Kontoholz Universalöl einfach geölt habe, weil es einfach und schnell geht, konnten wir dann auch direkt montieren und so langsam wurde das Ganze finalisiert. Eine Sache war natürlich ein bisschen kniffliger. Die Türe läuft recht nah an der Wand. Von außen ist es kein Problem. Da kann man die ganze Türe schnappen. Die läuft ja wirklich frei links und rechts. Aber von innen, da ist kein Platz für einen normalen Griff. Da habe ich mir überlegt, komm, alles aus Eiche, ich habe eine Drechselbank. Ich werde mir einfach einen Türgriff drechseln, der in die Tür reingesetzt wird. Dann kann ich einfach das Lisocore aufbohren und kann diesen Türgriff einfach nur einschlagen. Ich habe den so gedrechselt, dass der sehr stramm dort drin sitzt. Und das ist ein schöner und vor allen Dingen auch ein praktischer Türgriff. Die Türe sitzt, alles ist lackiert, das Ganze funktioniert ganz gut soweit, das Gegengewicht ist festgeschraubt und es ist unterm Strich eine tolle, praktische Türe. Am Anfang vom Video habe ich euch gesagt, komm, ich will das Ganze so bauen, dass es ein paar coole Features hat und diese dritte Eigenheit, die habe ich euch bis dato noch nicht gesagt. Ich hatte damals ein paar komische Gedanken. Ich habe mir einen Stapler gekauft und habe mir überlegt, komm, das wäre doch cool, wenn ich in mein Büro reinfahren kann. Und das ist tatsächlich die Eigenschaft, die habe ich so noch nirgendwo gesehen. Ich habe die Türe so gebaut, dass ich mit dem Stapler in mein Büro fahren kann, damit ich eine Kreidler theoretisch oben an die Wand hängen kann. Und das seht ihr jetzt noch zu guter Letzt hier. Schon zu viel Scheißdreck hier stehen. Herzlich willkommen in dem verrückten Büro der Firma Kontoholz. Wir sind an dem Arbeitsplatz Nummer 2. Wir gehen aber auch an meinen Arbeitsplatz. Der ist direkt hier daneben. Da entsteht so die ganze Magie. Und damals, als wir das Büro hier nämlich gebaut haben, war mein Gedanke, komm, lass doch die Tür so groß bauen, dass ich hier mit dem Stapler reinfahren kann. Denn wir haben eine coole alte Kreidler Florett, ein absolutes Sammlerstück. Und wie cool würde es denn aussehen, wenn das Ding da oben an der Wand hängen würde. Und deswegen habe ich die Türe so groß gebaut, dass, falls ich mal die Kreidler an die Wand hängen möchte, wir das immer noch tun können. Man muss natürlich rückwärts reinfahren, aber ihr seht, der Stapler steht in meinem Büro. Das war der dritte unnötige Gedanke. Fragt mich nicht. Fragt mich einfach nicht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ciao.